Wenn auch du solch einen Kaffeevollautomaten besitzt, dann kennst du mit Sicherheit auch dieses lästige Problem. Der Kaffeesatz fällt logischerweise nach dem Mahlen in diese kleine Auffangschale. Soweit, so gut. Denn so soll es ja auch sein. Doch es gibt einen Haken, denn man muss stets und ständig diese kleine Schale auswaschen. Doch zum Glück gibt es einen wirklich simplen Tipp, mit dem du das Auswaschen ein wenig hinauszögern kannst und den Verschmutzungsgrad deiner Auffangschale entsprechend reduzieren kannst. Wenn du also wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran und schaue dir dieses Video einmal bis zum Ende an. Denn alles, was du dafür brauchst, ist ein wenig Zewa bzw. Küchenpapier. Falte dein Küchenpapier einfach zurecht und lege es entsprechend in deiner Auffangschale aus. Dein Kaffeesatz fällt nun direkt auf dein Küchenpapier, welches du daraufhin ganz einfach inklusive Kaffeesatz entsorgen kannst. Deine Auffangschale hat nun nicht mehr den Verschmutzungsgrad, den sie vorher hatte. Somit kannst du das Reinigen deiner Auffangschale ganz einfach ein wenig hinauszögern. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.